Lektion 5. Unregelmäßige Verben. Einführung in die Lokative. 5.1. Navatl-Teil, vor Ort sein. Wir haben, siehe 2.1, gesagt, dass es kein Verb gibt, sein wie. Dies gilt für Konstruktionen mit einem nominalen Prädikat. Wenn man jedoch nicht sagen will, jemand oder etwas ist wie, sondern irgendwo sein, dann braucht man ein Verb. Dieses Verb ist unregelmäßig. Im Tempus Präsens ist der Singular, Navatl-Teil, und der Plural ist, Navatl-Teil. Also, erste Person Singular. Navatl-Teil. Erste Person Plural. Navatl-Teil. Zweite Person Singular. Navatl-Teil. Zweite Person Plural. Navatl-Teil. Dritte Person Singular. Navatl-Teil. Dritte Person Plural. Navatl-Teil. Dieses Verb wird verwendet mit Lokativen, siehe 5.4, zum Beispiel. Navatl-Teil. Ich bin hier. Navatl-Teil. Hier. Navatl-Teil. Wir sind in Mexiko. Navatl-Teil. Die Frauen sind in Tlaxcala. Wenn das Subjekt unbestimmt ist, wird es besser übersetzt mit, dort ist, dort sind. Navatl-Teil. Hier gibt es Häuser. Navatl-Teil. Hier gibt es Berge. Die Subjektpräfixe können nicht mit Lokativen verwendet werden, daher sind unmöglich. Verboten ist. Ninikan. Oder, verboten ist. Nimeshiko. Hinweis. Der Tempus Präsens von Navatl-Teil kann jedenfalls aus zwei Gründen als regelmäßig angesehen werden. 1. Ein Wortende. T. Wird im Allgemeinen verwechselt mit dem Glottalstopp. Fußnote 1. Der eigentliche Wortstamm ist Navatl-Teil. Und nur um der textuellen Tradition zu folgen, schreiben wir, Navatl-Teil. Fußnote 1. Der Endung Konsonant englischer Wörter wie don't und can't wird oft ähnlich ausgesprochen, mit einem Glottalstopp anstelle eines vollständig ausgesprochenen T. 2. Der Glottalstopp hat die Besonderheit, dass er nicht am Anfang einer Silbe erscheint. Dies bedeutet, dass er weder am Anfang einer Silbe erscheinen kann, noch als das zweite Element in einer Konsonantengruppe. Daher gehorcht das Pluralsuffix Glottalstopp nicht der üblichen Regel über den Hilfsvokal, was ergeben würde. Verboten ist Kachi. Der Hilfsvokal, der in diesem Fall die Qualität E anstatt I hat, erscheint zwischen dem vorhergehenden Konsonant und dem Glottalstopp. Fußnote 2. Fußnote 2. Wir haben diese Art von Plural bereits gesehen, bei Navatl-Teil, siehe 4.9. 5.2. Navatl-Teil, gehen. Das Verb für gehen ist eindeutig unregelmäßig. Erste Person Singular. Navatl-Teil. Erste Person Plural. Navatl-Teil. Zweite Person Singular. Navatl-Teil. Zweite Person Plural. Navatl-Teil. Dritte Person Singular. Navatl-Teil. Dritte Person Plural. Navatl-Teil. Navatl-Teil. Ich gehe nach Mexiko. Navatl-Teil. Die Frauen gehen nach Tlaxcala. 5.3. Navatl-Teil, kommen. Im Tempus Präsens hat das Verb, kommen, die Form, Navatl-Teil, im Singular, und, Navatl-Teil, im Plural. Plural, Navatl-Teil, nach einem Konsonant, wie bei, Navatl-Teil.
Dieses Verb ist aufgebaut mit Navatl-Teil, das wir gesehen haben, im Plural von Navatl-Teil, siehe 5.2, und mit einem Suffix Navatl-Teil, das Annäherung, Anfahrt, andeutet. Daher konjugieren, Verb beugen, wir. Erste Person Singular. Navatl-Teil. Erste Person Plural. Navatl-Teil. Zweite Person Singular. Navatl-Teil. Zweite Person Plural. Navatl-Teil. Dritte Person Singular. Navatl-Teil. Dritte Person Plural. Navatl-Teil. Navatl-Teil. Kommt ihr? Navatl-Teil. Peter kommt nicht. Navatl-Teil, Navatl-Teil und Navatl-Teil sind die einzigen unregelmäßigen Verben im Navatl. 5.4. Lokative. Neben Nomen und Verben bilden Lokative eine wichtige Wortklasse im Navatl. Dazu gehören 1. Interrogative, Fragen. Die häufigste ist Navatl-Teil, die Frage nach wo. Die wie Navatl-Teil und Navatl-Teil, siehe 4.4 und 4.8, eine Langform hat, mit der gleichen Bedeutung, Navatl-Teil, und die eine Verneinung, Negation, hat. Navatl-Teil, nirgendwo. Navatl-Teil. Wo gehst du hin? Ich gehe nach Mexiko. Navatl-Teil. Ich gehe nirgendwo hin. Navatl-Teil. Wo ist der Herrscher? Er ist hier. Navatl-Teil wird verwendet, um den Relativ, wo auch immer, zu bezeichnen, in einer unbestimmten Bedeutung. Vergleiche Navatl-Teil und Navatl-Teil, siehe 4.10. Fußnote 3. Fußnote 3. Für den bestimmten Relativ, wobei, siehe unter Abschnitt 2. Navatl-Teil. Ich gehe wohin, wohin auch immer, Peter geht. 2. Verschiedene Adverbien, einschließlich anderer Demonstrative. Am häufigsten sind, in der Reihenfolge der zunehmenden Entfernung. Navatl-Teil. Hier. Navatl-Teil. Dort. Navatl-Teil. Da drüben. Navatl-Teil. Peter schläft hier. Navatl-Teil. Dort gibt es Wasser. Navatl-Teil. Er baut dort, drüben, Häuser. Navatl-Teil. Er kommt, hierhin, wo wir sind. Navatl-Teil. Ich gehe, zu dem Ort, an den Peter geht. Das heißt, zu einem bestimmten, bekannten Ort. 3. Ortnamen von Städten und Regionen. Navatl-Teil. Ich lebe in Mexiko. Navatl-Teil. Peter geht nach Tlaxcala. Navatl-Teil. Er ist etwas in Cuernavaca. Navatl-Teil. Es gibt Blumen bei Xochimilco. 4. Bezeichnende, denominativ, Lokative, das heißt solche, die von Nomen abgeleitet sind, die zum Beispiel bedeuten: zu Hause, in der Nähe des Baumes, auf dem Berg und so weiter. Siehe Lektion 13. 5. Von Verben abgeleitete, deverbale, Lokative, das heißt, Lokative, die von Verben abgeleitet sind, die bedeuten: Ort, an dem, wo, so und so was passiert. Siehe 24.8 und 24.9. Wir werden später sehen, wie Lokative aus Nomen oder Verben gebildet werden. Und vorerst werden wir uns nur mit den allgemeinen syntaktischen Eigenschaften von Lokativen befassen. Zunächst sei darauf hingewiesen, dass die häufigste Stelle im Satz für einen Lokativsatzteil
direkt vor dem Verb ist, wie es die meisten bisher gesehenen Beispiele zeigen. Die Reihenfolge ist Lokativ, Verb, Subjekt. Zum Beispiel, Navatelteil. Oder Subjekt, Lokativ, Verb. Navatelteil. Der Lokativ kann dem Verb folgen, aber in diesem Fall wird ihm meist ein Navatelteil vorangestellt. Die Reihenfolge ist dann Subjekt, Verb, Navatelteil, Lokativ. Oder seltener Verb, Subjekt, Navatelteil, Lokativ. Navatelteil. Peter schläft hier. Navatelteil. Peter schläft hier. Betrachten wir nun die Merkmale der Lokative selber. 5.5 Syntax der Lokative. Das erste Merkmal ist, dass in Bezug auf die Funktion ein Lokativ sein kann. 1. Subjekt oder Prädikat in Verbindung mit einem anderen Lokativ. Das heißt, ein Lokativ wird durch einen anderen Lokativ beschrieben oder gleichgesetzt. Navatelteil. Wo ist Mexiko? Navatelteil. Dort liegt Cuernavaca. Cuernavaca ist dort. Es ist unmöglich zu sagen. Verboten ist Can, Cach, Mexico. Oder verboten ist Umpa, Cach, Cuernavac. Da ein Lokativ von Natur aus lokalisiert, wörtlich festgelegt, ist Can, Navatelteil, das Verb für die Lokalisierung, nicht verwendet werden, während es notwendigerweise verwendet wird, wenn das Subjekt ein Nomen ist. 2. Adverbiale Abänderer, Modifikator, Ergänzung oder Prädikat des gesamten Satzes. Diese beiden Arten von Funktionen sind oft schwer zu unterscheiden. Eine regelmäßige adverbiale Ergänzung ist das, was wir finden in den folgenden Beispielen. Navatelteil. Ich esse hier. Navatelteil. Er lebt in Mexiko. Aber man findet auch. Navatelteil. Es ist hier, dass ich esse. Navatelteil. Es ist in Mexiko, wo er lebt. In der zweiten Art von Satz haben wir eindeutig eine Art Fokussierung, Fokalisierung, die ungeschickt übersetzt werden könnte als Der Ort, wo ich esse, ist hier. Oder, der Ort, wo er lebt, ist Mexiko. Das heißt, mit einem Lokativ, der in irgendeiner Weise als das Prädikat für den ganzen Satz fungiert. Eine solche Interpretation ist für die vorhergehende Variante nicht ausgeschlossen, obwohl die Wirkung neutraler wäre und der Lokativ eher wirkt wie eine einfache adverbiale Ergänzung. 3. Andererseits kann ein Lokativ weder das Subjekt noch das Prädikat sein, in Verbindung mit einem Nomen. Man kann zum Beispiel sagen, Navatelteil. Das Haus ist wunderschön. Um sowas zu sagen wie, es ist schön hier, das heißt, dieser Ort ist schön. Oder, Mexiko ist schön. Ist es notwendig, eine Lokativform zu verwenden, die abgeleitet ist von Navatelteil, schön, gut. Und in diesem Fall ergibt sich Navatelteil, schöner Ort. Also kann man sagen Navatelteil. Dies ist ein wunderschöner Ort. Navatelteil. Mexiko ist schön. Wörtlich, Mexiko ist ein schöner Ort. Im zweiten Fall kann man auch das Sinnvolle, Zweckmäßige nutzen, um zu sagen Navatelteil. Die Stadt Navatelteil von Mexiko ist schön. Oder besser gesagt, die Stadt bei Mexiko ist schön. 4. Ein Lokativ kann kein direktes Objekt sein. Fußnote 4. Manchmal findet man Abweichungen von dieser Regel,
sowie gewisse Beispiele für ein Verb, das ein Lokativsubjekt hat. Wenn du zum Beispiel sagen möchtest, ich sehe Mexiko, sagst du nicht. Verboten ist Nikita in Mexiko, sondern Nahuatl-Teil. Wörtlich, ich sehe Dinge in Mexiko. Es ist auch möglich zu sagen Nahuatl-Teil. Ich sehe die Stadt Mexiko. Wörtlich, ich sehe die Stadt bei Mexiko. 5.6. Keine Richtungsanzeige bei Lokativen. Das zweite Merkmal der Lokative ist, dass Nahuatl, im Gegensatz zu den meisten Sprachen, nicht in einer Lokativform angibt, ob es sich um den Ort handelt, an dem sich die Person oder Sache befindet, oder zu dem er oder es hingeht, oder von dem er oder es herkommt. Es ist das Verb, das diese Funktion mit sich trägt. Also, Nahuatl-Teil. Er ist dort. Nahuatl-Teil. Er geht dorthin. Nahuatl-Teil. Er kommt von dort. Nahuatl-Teil. Er kommt in Cuernavaca an. Nahuatl-Teil. Ich eile nach Xochimilco. Nahuatl-Teil. Ich komme an Tlaxcala vorbei. 5.7. Nahuatl-Teil und Nahuatl-Teil mit einem anderen Lokativ. Wir sehen, dass unter diesen Umständen ein Problem entsteht. Nahuatl-Teil kann nur bedeuten, er kommt von dort. Und Nahuatl-Teil kann nur bedeuten, er kommt hierhin. Nahuatl-Teil könnte jedoch theoretisch mehrdeutig sein. Daher finden wir regelmäßig Nahuatl-Teil. Er kommt, hier, nach Mexiko. Nahuatl-Teil. Er kommt, von dort, aus Mexiko. Allgemein gesagt. Es ist eine sehr gängige Praxis, Ortnamen, das heißt, die Lokative in den Abschnitten 3, 4 und 5 von 5.4 mit Nahuatl-Teil oder Nahuatl-Teil zu verwenden, je nachdem, ob sich die Person an dem Ort befindet, von dem gesprochen wird oder nicht. Die folgenden Wortfolgen sind möglich. Subjekt, Nahuatl-Teil, Ortname, Verb, Subjekt. Fußnote 5. Subjekt, Nahuatl-Teil, Verb, Ortname, Subjekt. Subjekt, Verb, Subjekt, Nahuatl-Teil, Ortname. Fußnote 5. Das Erscheinen von Subjekt zweimal in Klammern soll darauf hinweisen, dass sich das Subjekt an der einen oder anderen Stelle befindet. Somit zu, Peter geht nach Mexiko, zusätzlich zu, Nahuatl-Teil und den anderen möglichen Wortfolgen, siehe 5.4, kann man sagen. Nahuatl-Teil. Oder, Nahuatl-Teil. Oder, Nahuatl-Teil. Oder, Nahuatl-Teil. Und seltener. Nahuatl-Teil. Oder, Nahuatl-Teil. 5.8. Das Suffix, Nahuatl-Teil. Wenn man das Suffix, Nahuatl-Teil, zu einem Lokativ hinzufügt, hat man eine Form, die zwei Dinge andeuten kann. 1. Eine vage Lokalisierung, ein Ort, der nicht erreicht wird. Nahuatl-Teil. Wohin gehst du? Zum Teufel. Nahuatl-Teil. Er geht, fährt, nach Tlaxcala. Nahuatl-Teil. Sie gehen, fahren, in Richtung Mexiko. 2. Ein Elativ, eine Form, die eine Bewegung von innen nach außen anzeigt. Nahuatl-Teil. Er kommt heraus aus Mexiko. Nahuatl-Teil würde bedeuten, er kommt an Mexiko vorbei. Nahuatl-Teil. Von wo kommst du her? Hinweis. Nahuatl-Teil kann nicht zu Demonstrativen hinzugefügt werden. Man kann nicht sagen. Verboten ist. Nicampa.
Verboten ist. Onkampa. Verboten ist. Ompapa. Außerdem kann Nawattelteil, nicht Betonend, ausdrücklich verwendet werden. Man kann nicht sagen. Verboten ist. Kampa in Übungen. A. Übersetze ins Englische. Nawattelteil. 1. Peter ist dort, kommt er nicht. 2. Ist Mexiko Stadt, wo ihr hingeht? Nein, es ist Xochimilco. 3. Ist Peter in Tlaxcala? Nein, hier in Mexiko Stadt. 4. Da drüben sind Leute, was machen sie da? 5. Die Utomi kommen hier an. 6. Schlangen kommen da raus. 7. Kommen die Frauen? Ja, siehst du sie, Plural, nicht. 8. Ich esse hier. Was uns betrifft, wir essen dort drüben. 9. Diese Herrscher leben dort in Mexiko-Stadt. 10. Wir verlassen einen schönen Ort. Wo wir hingehen, ist kein schöner Ort. 11. Was ist das für ein Ort? Ist es Mexiko-Stadt? Nein, es ist Tlaxcala. B. Übersetze ins Nahuatl. Nahuatl-Teil. 1. Wir eilen nach Mexiko. 2. Kommen wir in Xochimilco an. 3. Die Mexikaner gehen dort hin nach Tlaxcala. 4. Diese Frauen kommen von dort, Cuernavaca. 5. Magst du Mexiko? 6. Gehst du dorthin, wo Peter hingeht? Nein, er ist es, der dahin kommt, wo wir sind. 7. Es ist schön, wo ihr lebt. 8. Ich beeile mich, dorthin zu gehen, wo es schön ist. Ich eile zu irgendeinem Ort hin, der ein schöner Ort ist. 9. Es ist bei Cuernavaca, wo diese Menschen leben. 10. Wer auch immer in Richtung Tlaxcala geht, sieht diesen Berg.